Immer noch große Mode, der Schuh mit dem Bleistiftabsatz. Beinahe jeder zweite verkaufte Damenschuh hat dieses zerbrechliche Attribut weiblicher Eitelkeit. Doch gerade der kleine Schönheitsfehler mit der Haltbarkeit ist es, der den Absatz zum großen Geschäft werden ließ. Die Schuhmacher machen den Umsatz gewissermaßen mit dem Absatz. Vor allem, wenn gleich ein solches Malheur passiert. In den großen Städten ist ein ganz neuer Zweig des Schuhreparaturgewerbes entstanden, die Schuhbar. Man nimmt auf einem bequemen Barhocker Platz, lässt sich das angeknickte Schüchchen ausziehen, steckt das Bein in ein Papierpantöffelchen und wartet. Der Schuh ist in 10 Minuten wieder in Ordnung. Gleich neben der Bar liegt die modernst eingerichtete Werkstätte. Die Reparatur erfolgt in rationellster Fließbandtechnik mit Hilfe zahlreicher Maschinen. Jeder Schuhmacher hat hier praktisch immer die gleichen Handgriffe zu tun, sodass der Reparaturvorgang nur ein Minimum an Zeit erfordert. Im Notfall können sogar Anlernkräfte die Absätze erneuern. In solchen Spezialwerkstätten sind die angeknacksten, geknickten oder gebrochenen Absätze die großen Kassenschlager. Aber wie sieht es nun beim althergebrachten Schuhmacherhandwerk aus, das ja in den ersten Jahren nach der Währungsreform beinahe in einer Krise steckte? Dieser fast vergessene Veteran der Schuhmacherzunft im Münchner Osten schreibt zwar den Reparaturpreis noch mit Kreide auf die Schuhsohle und arbeitet langsam mit veralteten Maschinen. Aber auch er macht sein Hauptgeschäft mit angebrochenen Bleistiftabsätzen, die ihm die Mädchen aus der Nachbarschaft in die alte Werkstätte bringen. Diese unrationell arbeitenden, veralteten Einmannbetriebe gehen ständig zurück. Allein in Bayern ist die Zahl der Schuhmachereien in den letzten 10 Jahren von rund 19.000 auf 10.600 zurückgegangen. Die verbleibenden Betriebe haben sich weitgehend modernisiert und können heute über Mangel an Arbeit nicht klagen. Dazu äußert sich Karl Steiger vom Landesverband des Bayerischen Schuhmacherhandwerks. Im Schuhmacherhandwerk hat sich in den letzten Jahren ein Strukturwechsel vollzogen, ganz besonders hinsichtlich des Damenschuhes mit dem sogenannten Bleistiftabsatz. Demzufolge war eine Umsatzsteigerung zu verzeichnen, das auch hervorgerufen hat, dass sich neue Betriebe wie die Schuhbars gestaltet haben. Diese Schuhbars haben nicht eine ganz besondere Konkurrenz für das bodenständige Handwerk ausgelöst. Für das Schuhmacherhandwerk gilt immer noch als Rückgrat die Neuherstellung von Modeschuhen, orthopädischen Schuhwerk und Sportschuhen. Das Schuhmacherhandwerk ist individuell und das kommt den Kunden zugute bei irgendwelchen kleinen Deformationen und somit ist das Schuhmacherhandwerk lebensbedürftig für die Bevölkerung.